Herzlich willkommen zu unserem dritten Adventsexperiment, dem Schokokuss im Unterdruck. Hierfür benötigt ihr ein Glas mit Deckel, etwas Knetmasse, einen Schokokuss, einen Strohhalm und einen Akkuschrauber oder ein anderes Gerät, um ein Loch in den Deckel zu bohren. Zuerst stellst du den Schokokuss vorsichtig in das Glas. Dann bohrst du ein Loch in den Deckel des Glases, sodass der Strohhalm durch den Deckel gesteckt werden kann. Achte dabei darauf, dass du dich nicht verletzt oder lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen. Dann steckst du den Strohhalm durch den Deckel und dichtest ihn mit der Knetmasse so ab, dass keine Luft mehr in das Glas kommen kann. Jetzt schraubst du den Deckel mit dem Strohhalm wieder auf das Glas und fängst an, mit dem Strohhalm die Luft aus dem Glas zu saugen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum der Schokokuss platzt. Dazu stellen wir uns erstmal die Frage, woraus der Schokokuss eigentlich besteht. Außen, das ist ganz klar, besteht er aus Schokolade und im Inneren? Im Inneren besteht er aus Zuckerschaum und da sind ganz viele winzige Luftbläschen drin. Am Anfang herrscht jetzt im Glas und außerhalb des Glases der gleiche Luftdruck. Aber wenn wir jetzt mit dem Strohhalm die Luft aus dem Glas absaugen, entsteht im Inneren des Glases ein niedrigerer Luftdruck. Die restliche Luft im Glas dehnt sich durch den geringen Druck dann aus. Und wenn sich die Luft in den Luftbläschen des Schokokusses ausdehnt, dann dehnt sich auch der Schokokuss aus und er platzt. Wenn jetzt die Luft zurück in das Schraubglas strömt und der Luftdruck wieder steigt, wird auch der Schokokuss wieder kleiner. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachexperimentieren.